So, und da sind wir wieder in diesem Reaktorkern, und wir sind dabei, ihn abzuschalten. Ich weiß zwar nicht ganz, warum wir ihn jetzt abschalten wollen, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ich sollte vielleicht besser zuhören in Zukunft. Aber wir sollen ihn auf jeden Fall abschalten. Es ist auch immer noch diese Geistergegend, falls ihr euch erinnert. Ich denke schon, ihr seid ja nicht blöd. Wo wir nur diese Pistole haben und so Geister aus dem Nichts kommen und alles ist schlimm. Naja gut, ich fand die Sequenz davor viel schlimmer, wo wir sie immer gesehen haben. Ich habe eine Waffe gefunden. Ha! Und abschalten. Okay. Es geht runter. Ich will da aber bloß nicht rein, also. Oh, okay. Soll ich die abschießen? Oh, das geht. Okay, dann soll ich das bestimmt machen. Vielleicht hätte ich das erst machen sollen. Vielleicht hätte ich erst durch die Tür da gehen. Was ist los? Oh, verdammt. Und es ist dunkel. Scheiße, ich hasse es. Das ist wirklich fies dunkel, das geht nicht. Hä? Wo soll ich denn hin? Ist hier irgendwo ein Schacht? Da muss hier doch irgendwo ein Schacht sein. Da soll ich doch niemals runterspringen. Habe ich einen Fehler gemacht? Kann ich jetzt nicht weiterspielen? Hm? Oh, die Tür geht ja auf. Ah. Achso, das kann ich nicht aufsammeln. Gut. Oh nein, das ist so viel. Nein, 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 nein. Was war das? Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, das ist so fies dunkel. Nein, nicht auch noch die. Okay, ich mach Licht kurz aus. Oh. Nein, geht weg von mir. Was sollen das überhaupt für Dinger sein? Habt ihr sie gesehen? Habt ihr sie gesehen? Hat sie uns das hier hingelegt gerade? Achso, ich habe sowieso nur zwei Waffen, ne? Dann kann ich die auch noch einstecken. Komische Stimmen in der Musik. Oh Mann, ist das kacke. Alles so dunkel. Ich dreh durch. Wo muss ich? Da geht's weiter. Oh, ich bin. Jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden. Ich bin so konzentriert gerade. Mich setzt sowas ziemlich unter Druck und dann ist sie da auch noch. Da darf ich wahrscheinlich nicht reingehen, oder? Ich muss da schon irgendwie kurz stehen bleiben, oder? Oh nee. Ist der Fahrstuhl an? Ach, der ist an. Okay, dann springe ich mal drauf. Jetzt kann ich. Diesmal kann ich mich auch bewegen. Das heißt, es werden vielleicht Geister kommen bei dieser Fahrt. Nee, doch nicht. Okay. Da sind wir wieder oben. Wartet da irgendwas auf mich? Nee, sieht nicht so aus. Oh Gott, was haben wir damit freigelassen, Leute? Was haben wir damit freigelassen? Was haben wir nur getan? Komm schon. Okay, alles gut. War's das? Ja. Das sieht aber jetzt anders aus als vorhin. Kommen die durch. Können die durch Wände? Nee, oder? Dunkel. Oh shit. Die können nicht durch Wände, oder? Ach, verdammt. Ich hatte wirklich Angst, dass die mich jetzt noch im Fahrstuhl erwischen. Intervals 11, 12. Ach, bin ich blöd. Okay. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, wir kommen dem Ende näher. Oh Gott. Ups. Das habe ich lieber. Was? Ein Heli für mich? Ich kann hier wirklich weg? Was ist los? Oh, fuck. Boah, ich kann das nicht ab, wenn sowas passiert. Was? Da komme ich jetzt nicht durch, ne? Da muss ich hier unten lang. Oh, diese Schatten jetzt auch. Oh. Was ist los? Ah, da kommen welche, okay. Hinter mir auch vielleicht? Nee, ne? Oh! Ach nee, jetzt komme ich da nicht lang. Muss ich hier lang. Bin ich wirklich richtig? Boah, diese Gänge, ich mag die nicht. Ich kann die nicht ab. Oh. Oh. So dunkel. Oh. Der hat mich erwischt. Oh! Der auch. Okay, die haben mich erwischt diesmal. Das ist ein neues Medikit. Gehen die davon aus, dass man das schlechter hinbekommt, weil hier so viele Medikits rumliegen? Nein, nein, nein. Nein, nein! Oh!
Oh, fast tot. Okay. Okay, ich nehme alles, was ich eben gesagt habe, wieder zurück. Mann, die haben mir richtig Schaden gemacht. Nein! Die sind ja super fies. Ich bin fast tot. Waren das alle? Nee. Achso, ich habe eine Slow-Mo an. Ach, krack. Das waren alle. Medikit unbedingt einstecken. Geht's hier denn überhaupt weiter? Oh, Gänsehaut. Fuck. Oh, ich fühle mich so unter Druck gesetzt jetzt hier. Nee, 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 diesmal nicht. Doch, hat mich schon wieder getroffen. Verdammt. Verdammt! Oh, wo soll ich lang? Hier nicht, okay. Einmal kurz die Lampe wieder aufladen lassen. So, weiter geht's. Dass die auch immer ausgeht, das ist so gemein. Die hauen gleich durch die Tür, oder? Nee. Ein Penetrator. Kann ich diese Repeat, diese Waffe wegtun? Ich probiere nochmal die Pistole, die war eigentlich immer sehr effektiv gegen die Teile. Da. Ist das unbedingt nötig? Ich immer so zu erschrecken. Yeah. Yeah. Sehr schön. Da fühle ich mich direkt ein bisschen besser jetzt. Oh, es leuchtet im Dunkeln. Komme ich nicht her aus diesem... Komme ich nicht aus diesem Raum hier? Okay. Ich wette, jetzt kommen ganz viele davon. Nein, ich muss... Waffe! Okay, die kann ich ja schön locker weglatzen, so. Ja, hier kommen richtig viele wahrscheinlich. Ich finde die so unangenehm eigentlich. Ich fand die auch in diesen Traumsequenzen, fand ich diese Teile schon extrem fies. Komm schon! Noch 3 Schuss in dieser Waffe, okay. Nein, Waffe wechseln! Waffe wechseln! Fuck. Wo habe ich denn die Pistole hingetan? Wann habe ich die ausgetauscht? Ah, die liegen hier neben mir, die Pistolen, oder? Fuck. Was ist los? Ich will die Pistolen haben. Nein, ich will die Pistolen. Soll ich da runter? Wahrscheinlich, oder? Ich stecke das Kit noch schnell ein. Boah, hier geht's aber auch... Ah, Rüstung und ein Kit. Okay, dann muss ich hier wirklich rein. Ja, jetzt wird's ja richtig super, ey. Boah. Okay, die Pistolen sind gut gegen die, finde ich. Ich glaube, da kann man mir auch nicht widersprechen gerade. Oh, verdammt. Jetzt habe ich gerade so ein Kit unnötig im Prinzip eingesetzt. Licht ist aus. Mann, die kommen auch immer so aus dem Nichts. Das ist so fies. Okay. Oh, nee. Oh, nee, ein langer Gang. Einmal kurz Taschenlampe laden lassen. Und weiter geht's. Aber Leute, ich habe das Gefühl, wir kommen dem Ende gerade verdammt nah. Ich kann die Taschenlampe nicht anmachen übrigens. Ich kann sie wirklich nicht... Oh, ich bin schon wieder in diesem... Oh! Nein! Sie jagt mich! Oh, ich mag ihr neues Ich noch viel weniger. Dieses große Frau, gruselig Ich, was sie jetzt hat. Wer war das? Oh. Oh. Wow. Da ist jemand. Was macht er da? Oh, okay. Sie hat den umgebracht anscheinend. Explodieren lassen geradezu. Sollte ich auf sie schießen oder nicht? Ich schieße auf sie. Nein, wirklich? Verdammt, wo wurde gespeichert? Im Langgang? Ah, es ist fast der lange Gang. Da können wir nochmal schnell hinlaufen. Ich will jetzt hier keine Unterbrechung oder irgendwas machen. Oh, verdammt. Ich will die Atmosphäre aufrechterhalten. Ich wusste das doch eigentlich. Oh. Okay.
So, jetzt sind wir nochmal hier in diesem langen Gang. Wir wissen, wir müssen auf sie schießen. Oder irgendwie ausweichen. Okay. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Alles gut. Alles gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich was bringt, hier auf sie zu schießen. Ich denke eigentlich nicht. Aber vielleicht addiert sich ja der Schaden oder so. Super. Freut mich, dass ich hier geboren wurde. Da ist sie wieder. Hey du, da ist was hinter dir. Ah. So, jetzt kommt die Frage, ob wir schießen, ne? Ich kann doch auch nicht weg. Wieso habe ich diesmal überlebt? My baby, was? Oh Gott, sie ist wirklich... Sie ist wirklich die Mutter, oder? Nein, nein! Oh, er ist es! Er ist es! Der jetzt tot ist. You will be a god among men. Take her back to the vault. Oh, das heißt, sie nutzen sie so aus, oder wie? Aha. Aha. Okay. Story. Das versteht man auch erst ganz am Ende. Da hat sich eine Tür bewegt. Habt ihr es gesehen? Ja, ihr habt es gesehen. Kann ich jetzt hier raus? Kann ich einfach gehen? Du musst mir nicht so viel Angst machen, wenn du meine Mutter bist. Ich habe schon wieder nur eine Pistole. Hier stimmt doch was. Seid doch alle krank. Oh mein Gott, ich bin draußen. Anscheinend ändert das gar nichts. Was ist jetzt los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde weggedrückt. Oh fuck. Ich kann hier auch nicht durch. Ich krieg das jetzt ab, oder? Kann ich hier rein? Nein. Hätte ich was machen müssen? Ich sterbe. Ich sterbe. Da kommt ein Auto. Ist das das Ende? Epilog, Aftermath, okay. Also, wir sind wirklich am Ende. Ich werde jetzt auch keinen Cut mehr machen, egal wie lange das jetzt wird. Das wäre... ich hoffe, euch wird das Video nicht zu lang. Okay. Wir werden abgeholt, tatsächlich. Nicht mehr alleine. Ha. Hey. Oh mein Gott. Das sieht ja aus wie eine Atomexplosion. Ja, wie ich das überlebt habe, verstehe ich dann jetzt auch nicht. Ihr habt aber auch ganz schön viel schwarzes Zeug im Gesicht. Was ist passiert? Nein! Das war's! Und sie ist im Hubschrauber. Oh mein Gott, ich fand das Spiel Hammer. Wow, ich dachte nicht, dass wir jetzt so schnell am Ende ankommen würden. Es sind nicht mal die 15 Minuten vergangen. wow. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Ich hatte 4.1 damals nicht gespielt. Den Singleplayer. Und ich muss sagen, ich finde das Spiel heute auch noch richtig gut. Die Shooter-Mechanik macht Spaß. Ich habe immer noch so einen leichten Schauer von dieser Szene in den dunklen Gängen tatsächlich im Rücken. Die Shooter-Sachen machen Spaß. Auch wie sich so da, wie der Staub immer so aufnebelt und Sachen aus den Wänden krachen. Das sieht richtig toll aus, finde ich. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich 4 gemacht habe. 4 hat auch noch 2 Add-ons, aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich noch spielen soll. Ich hatte mir vielleicht überlegt, aber ich weiß auch nicht, wie viele da wirklich Interesse drin hätten, vielleicht so einen Marathon-Stream zu machen im Prinzip, dass ich mir eines der Add-ons aussuche und die spiele ich dann im Stream am Stück durch. Ich weiß nicht, wie viele das wirklich interessiert. Das hatte ich mir überlegt, aber so als Let's Play werde ich auf jeden Fall nicht die beiden Add-ons zum ersten Teil machen. Den zweiten Teil allerdings werde ich machen, aber nicht sofort. Denn wie ich schon in einer Folge davor oder davor oder davor erwähnt habe, möchte ich Dishonored spielen, das jetzt bald rauskommt am 12. Und deswegen ist dafür kein Platz. Danach dann vielleicht aber wieder. Jedenfalls,
möchte ich mich recht herzlich bedanken fürs Zusehen. Ja, wegen euch mache ich das. Naja, ich mache es auch, weil es mir Spaß macht. Aber ihr macht es um einiges schöner. Danke fürs Zusehen und danke für die netten Kommentare, die ich durch diese Serien durchbekommen habe. Es hat mich sehr gefreut. Es hat mir dank euch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch bei meinem nächsten Projekt wieder dabei, das dann Dishonored sein wird. Neben meinen anderen Sachen, die jetzt gerade ja noch laufen. Und Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ich hoffe, man sieht sich nochmal in einem anderen Video.